Moin zusammen, hier ist der Henri. Wir sind zurück bei unserem Angelsachsen im Königreich England und schauen hier auf den Herzog der Bretagne, der Mann, in den unser König sehr viel Hoffnung gesetzt hatte. Herzog Alain von der. Ja, er hat tatsächlich auch einen Anspruch auf die Bretagne, hat aber tatsächlich gar nicht um diesen Anspruch gekämpft, sondern wollte nur im Grunde den König, unseren Halbbruder, absetzen. Womit dann unser König selbst geerbt hätte. Das war also ganz in seinem Sinne. Leider sieht es hier nicht gut aus. Es macht aber keinen Sinn, da jetzt hinzumarschieren, wenn auch seine Armeen hier noch rumlaufen. Er hat den Krieg jetzt bald verloren. Ich denke, solange wird unser König noch abwarten, dann wird er selbst intervenieren. Und er ist aber tatsächlich dabei, mit ihm auch eine Freundschaft einzugehen. Nach mühsamer Vorbereitung konnte ich endlich einen Abend allein mit Prinz Alain verbringen und über Edelmänner und Edeldamen des Reiches sprechen. Als ich aufbrach, kam es mir vor, als würden wir einander bereits ein Leben lang kennen. Sehr gut, damit sind die beiden Freunde geworden. Dennoch kann er ihm hier nicht helfen. So, und für unsere beiden Zwillinge schauen wir uns mal an. Fangen wir mal mit Senret an. Müssen wir einen Vormund wählen und erstmal schauen, was sie denn so mitbringen. Als Kind, ich habe eine 6 gewürfelt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er geht tatsächlich auch in Richtung Diplomatie. Und wo kann er dann ausgebildet werden? Hat unser bester Freund noch einen Platz frei? Ja, hat er tatsächlich. Dann wird unser Sohn dorthin geschickt werden zu dem besten Freund unseres Königs, seinem Schwanenhüter und den Herzog von Northumbria. Und es geht dann aber auch ums Töchterlein. Ne, um die nicht. Die muss es dann sein, genau. 11 Güf. Auch hier würfle ich und ich würfle eine 4. 1, 2, 3, 4. Sie geht in Richtung Verwaltung. Und jetzt ist die Frage, wie sieht es aus bei ihrer Mutter? Die hat auch wieder Möglichkeiten und entsprechend kümmert sie sich um ihre Tochter bzw. wird die Ausbildung ihrer Tochter überwachen, das was die Hoftutoren, die Zofen und so weiter fort und so fort tun. Sehr gut, okay, dann haben wir uns um die beiden gekümmert. Ausgezeichnet, das Ganze wird angenommen. Ja, jetzt müssen wir noch darauf warten, dass dieser Krieg beendet ist. Es tickt jetzt für ihn. Und sind wir hier eigentlich so knapp bei Kasse? Naja, die Hofannehmlichkeiten sind natürlich wirklich teuer. Naja, gut. Das werden wir mitbekommen, wenn dieser Krieg zu Ende ist. Aber es gibt einen Zwist zwischen unserer Tochter und der Herzogin von Thüringen. Meine Tochter Prinzessin Siflet liegt seit Tagen im Zwist mit jemandem. Das Opfer ihrer Großmutter. Ja doch, natürlich ist das ihre Großmutter, klar. Ihre Großmutter mütterlicherseits. Herzogin Wilhelmina, ich kann sie sogar hören, wie sie im Raum nebeneinander miteinander im Raum nebenan miteinander streiten. So unglaublich, schreit sie vielleicht. Wie kann eine Kröte wie ihr auch nur ansatzweise meinen, die ideale Verkörperung der Familienwerte derer der Sir de Sing sein? Ja, das frage ich mich auch. Sie ist eine Henneberg. Dieser Anspruch steht mir deutlich mehr zu als euch. Kein Streit innerhalb der Familie oder sollen sie doch in Ruhe streiten? Nein, unser König setzt sich ja mit der Familie auseinander. Und ja, ich denke, er selbst sieht sich als Verkörperung der Ideale der Servicing oder nicht. Und Bersuch wird erwachsen. Er ist kränklich. Oh, aber er ist auch ein interessanter Charakter. Tapfer, ehrgeizig und ein religiöser Eiferer. Ja, seine Fähigkeiten, die er in der Kriegskunst erlernt hat, sind allerdings nicht allzu groß. Er wird immerhin ein tapferer Soldat und ist hier mit Prinzessin Judith von Aquitanien verlobt. Wie schnell sie doch Flügge werden. So, und jetzt geht es um diesen Zwist. Ja, ich denke, da brauchen wir gar nicht lange nachlesen.
Arrogant wie unser König ist, hält er sich hier für die Verkörperung der Werte der Sœur de Sing. Und dazu passt vielleicht auch das Thema dicker als Wasser. Sein Blut ist das Allerdickste, nicht nur sein Bauch. Ich wollte einmal kurz auf die Nachfolge schauen. Ja, Prinz Beothich würde tatsächlich König von Irland werden und Herzog von Meath mit Dublin, Athlone und Thormond. Sehr gut. So, was macht jetzt der Krieg? Mir wurde exkommuniziert, dieser Mann. Dann starb er auch gleich vor Scham. Nee, starb unter mysteriösen Umständen. Und denunziert worden ist er auch noch. So, wie sieht's aus? 85%, leg doch mal zu. Ist einfach nur irgendwie eine erfolgreiche Belagerung führen oder dergleichen. So, der Krieg ist beendet. Dann ist das jetzt der Fall hier. Ja, und unser Freund ist damit natürlich auch im Kerker. Und das ist natürlich vielleicht ein Grund mehr, für unseren König jetzt einzugreifen. Unzüchtig ist er auch noch. Tja, er hat noch keine Kinder, nicht wahr? Das ist seine Affäre. Da gibt's ein Kind. Ein Bastard. Also, noch ein Grund mehr. Zwei Gründe mehr zu handeln. Der Krieg wird jetzt erklärt, arrogant wie unser König ist, sein eigener Anspruch. Wir können diverse Verbündete rufen. Ich glaube, das wäre aber nicht nötig. Den König von Aquitanien, die Herzogin, den Prinzen von Dänemark oder Udo von Böhmen. Ja, am nächsten dran ist eigentlich er. Und das Prestige kann sich unser König mehr leisten. Und vielleicht, ich weiß nicht genau, ich meine, der Herzog in Aquitanien ist ja Verbündeter unseres Halbbruders hier. Vielleicht kann er damit, dass er den aquitanischen König auf seiner Seite mit in den Krieg zieht, hier intern noch für ein bisschen Zwist sorgen, sodass der Verbündete seines Bruders vielleicht nicht so stark in der Form mit eingreifen kann. Wir werden ihn mal mit in den Krieg rufen. Wir werden schauen, dass unser Ratsmarschall den richtigen Job macht. Das tut er. Wir werden unseren Sammelpunkt hier verlegen und werden dann hier alle ausheben, wobei wir mal schauen müssen. Ich glaube, hier mit 7000 Mann sind wir eigentlich erstmal ganz gut unterwegs. Toll wäre es natürlich, mal direkt eine Schlacht führen zu können. Führt er da selber an? Nee, ein anderer Befehlshaber. Dann vielleicht doch die Belagerung. Was hat er denn hier schon von der Burg? Festungsstufe 4. Oh, und jetzt hat er auch noch als Zeichen, ja, er entfremdet sich von uns, vulgär deutlich zu seiner Hofsprache gemacht. Das war wahrlich ein Fehler. So, was ist denn jetzt mit unserem Verbündeten? Hat man das gemacht? Das ist der Herzog. Wir hatten das gemacht. Okay, wir haben noch was bei Hofe. Unsere kleine Tochter, sie hat ein... Meine Tochter Elske sitzt zum dritten Mal in diesem Monat auf dem Boden, umgeben von verschütterter Farbe und Leinwandrest. Meine Höflinge sind bereits der Meinung, dass sie ein künstlerisches Genie ist, doch die Dienerschaft beschwert sich über das Schrubben der Böden, die als Folge ihrer Inspiration voller Farbe sind. Ja, wir müssen das fördern, natürlich. Ja. Die Dienerschaft beschwert sich. Das sollen sie mal nicht zu laut sagen, zu unserem König.
Sie möchte ein Schwert schmieden. Würde zu unserem König passen als aufstrebender Schwertmeister, aber im Moment hat dieser Krieg Fokus. Hier gab es eine kurze Belagerung. Und hier wird jetzt auch belagert. Habe ich irgendwas übersehen? Gab es nicht hier nochmal eine Übersicht? Ihr könnt Verbündete rufen. Kann nicht als Verbündeter in dem Krieg mit seinem Lehnsherrn oder Vasallen gerufen werden. War er doch schneller? Das war ja eigentlich mein Ziel, dass das vielleicht andersrum der Fall ist. Ernsthaft, er kann nicht gegen seinen Herzog kämpfen, wenn der auf der falschen Seite steht. Das ist sehr betrüblich. So, hier gibt es den nächsten Krieg in Cornwall. Die wissen nicht, was sie machen sollen. Rennen hier durch die Gegend, während wir ganz in Ruhe hier die Hauptstadt belagern können. Vielleicht nehmen wir unseren Bruder gefangen. Das wäre ja wunderbar. Wir haben eine wertvolle Geisel gemacht, aber in Anführungszeichen nur die Gemahlin. Die birgt keinen Kriegsstand. Aber Lösegeld müsste die einbringen, oder? Und wir haben einen guten Schauschrank auch. Ein Schauschrank von sehr guter Machart. Er besteht aus Tannenholzplatten. Das Holz wurde komplett glatt poliert. Eine winzige, aber elegante Inschrift verläuft an der Seite und widmet das Artefakt wie folgt: Meine geliebte Milian, ernsthaft, dieses Artefakt ist ein Ausdruck seiner Unzüchtigkeit, Leute. Mann, Mann, Mann. So, jetzt ist die Frage. Ja, soll er uns das Geld zahlen, was er hat? Dann kann er sich den Krieg nicht mehr leisten. Dann denke ich, können wir als nächstes eine Schlacht suchen. Oh, die stehen dann da sogar noch mit Verschiffungsmalus, oder? Ja. Und habe ich das gerade richtig gesehen? Mann, unter unseren Vasallen gibt es hier wieder diverse Kriege. In Deira. Carloman. Jetzt ist er gestorben. Es war sein Sohn. Okay. Unser Neffe, aber tatsächlich am Ende des Tages. Allerdings war auch schon enterbt. Ein Eunuch. Haben wir ihn vielleicht erlöst? So, unser Onkel greift hier an. Anspruch auf Somerset. Hallo, das ist aber. Das liegt. Ja, das wird der dicke gewinnen, aber das liegt in Wessex. Das ist unsere direkte Vasallin. Und das gehört zu Wessex. Können wir ihn hier auffordern, diesen Krieg zu beenden? Können wir. Dann schauen wir gleich nochmal auf die Gefangenen und wir haben hier noch was am Hofe. Ach so, ja, die Artefakte. Ja, den Schrank. Ja, gut, das schauen wir uns vielleicht bei Gelegenheit mal an. Genau, jetzt wollte ich mir die Gefangenen anschauen. 50 Gold. Ja, sehr gut. 100 Gold. Das lohnt sich ja richtig. Okay. Also, Schlacht haben wir gewonnen. Dann werden wir hier. Was hält er denn eigentlich noch? Das und das. Ja, dann ist das seine direkte Domäne. Dann werden wir dahin marschieren. Ich bin zu dicht an meinem Ziel, um sie einfach so aufzugeben. Ich werde die Waffen strecken, wenn ihr mir eine Vergütung in der Zukunft versprecht.
Ein schwaches Druckmittel. Schwer heilbare Wunden hat er. Vielleicht stirbt er auch, dann ist auch das Druckmittel wieder egal. Na gut. Er hat auch eine extrem gute Meinung, das ist die Frage. Ob er das überhaupt einsetzen wird. Sie ist schwanger, seine Frau mit 45. Okay. Und unser Onkel, unser anderer Onkel, macht uns ein Geschenk als Zeichen langjähriger Freundschaft. 105 Gold. Sehr gut. Das können wir gut gebrauchen. Das Lösegeld ist auch akzeptiert. Sehr schön. Dann schauen wir nochmal. Zwei Gefangene. Die wir jetzt nur hinrichten können, das wird unser König nicht machen. Ja, wollen sie jetzt hier zurückbelagern? 8 Monate. Wir brauchen 3. Okay. Und unser Bruder greift an. Das Earltum von Ormond, darum geht es. Ja, gut. Das ist ein Kriegsgegner hier aus Gwynedd. Sollen sie machen, sollen sie unter sich ausmachen, das Ganze. So, wir gehen zurück zu unserer Armee. Zurück zu dem, glaube ich, von unserem König lang erwarteten Krieg um die Bretagne. Um das Königreich der Bretagne. Und tatsächlich sind damit die 100% schon erreicht. Wir werden unsere Forderung erzwingen. Er bleibt allerdings Herzog. Der. Und guck mal, seine Meinung ist sogar noch relativ gut, oder? Ändert sich die jetzt? Tatsächlich nicht. Das geht ja dann sogar noch. Weigerung? Hat Krieg erklärt, Weigerung. Hat er sich denn geweigert? Sollen wir ihm als Zeichen des Goodwill das Schränklein zurückschenken? Ich denke, das kann unser König mal machen. Er ist ja auch ein Stück weit mitfühlend. Es ist immerhin sein Halbbruder. Ja, aus arroganten Gründen wollte er das Königreich der Bretagne haben. Aber er schenkt ihm das zurück. Als kleines Zeichen des Wohlwollens. Sehr gut. Und der Nachbar wird angegriffen. Religionskrieg um Elvas. Okay, und damit ist unser König eigentlich jetzt soweit ganz gut im Sattel. Und er ist vierfacher König von England, von Irland, von Wales und der Bretagne. Jetzt schauen wir mal auf die Nachfolge. Auf jeden Fall sind jetzt für all seine Söhne Königreiche da. Und tatsächlich würde Wulf jetzt König von England und der Bretagne werden. Beorhtric würde weiterhin Irland bekommen und Cenred würde König von Wales werden. So, was haben wir jetzt hier? Das Schränkchen ist doch gar nicht mehr da. Warum wird uns das hier jetzt noch angezeigt? Hängt das dahin? So, haben wir irgendwas gemacht. Jetzt ist es weg. Sehr gut. Aber schaut euch mal, Hofpracht 10. Das ist natürlich den zweiten der Welt. Immer noch der Basileus. Der ist nicht zu schlagen. Gut, sehr schön. Ah, einige Unstimmigkeiten hier noch im Königreich. Earl Offa greift an.
ist aus dem Hause Wessex ja sehr schön und er greift den König von Westfranken an. Es geht um eine Grafschaft und das würde das Königreich England wachsen lassen. Hat er da einen Anspruch? Auf Tonnerrois. Er braucht aber seine Verbündete, ansonsten hatte da wenig Chancen. Auch mit denen wird es schwierig. So, und jetzt ist ja noch jemand in unserem Kerker gestorben. Grund genug, dass wir uns ihn anschauen. Oh Gott, der arme Kerl. Einbeinig schwer verletzt. Wird er mal rekrutiert, dann kann sich vielleicht unser Hofarzt noch um ihn kümmern. Er hat eigentlich schon eine erfolgreiche Wundheilung bekommen. Gut. Aha, schaut mal. König Arnaud von Böhmen regiert jetzt. Der Ehegatte unserer Tochter Maud. Keine Gewandung. Was ist mit ihr los? Will sie etwa ihren kerngesunden Körper zeigen? Dieser Charakter trägt nichts außer einem Lächeln. Na, immerhin das. Und sie haben auch schon eine Tochter, die kleine Margaret. Aber sie ist leider kränklich. Allerdings, Moment, seine Haupterbin. Naja, und sie hat das Positive ihrer Mutter geerbt. Wunderbar, sehr gut. Nächste Krieg. Ach, es geht mal wieder los. König Auger, man kann ihm... Er kann einem nur leid tun. Es gibt den Lockruf der Sprache. Das multikulturelle Reich England zu regieren, bringt seine ganz eigenen Probleme mit sich. Fremdländische Untertanen fühlen sich häufig ausgegrenzt, wenn sie am Hof nicht ihre Muttersprache sprechen können. Das führt zu Unzufriedenheit. Mein Vasallherzog Hüvel legt nahe, ich könnte die Beziehung zu meinen Untertanen der kumbrischen Kultur stärken, wenn ich ihre Sprache erlerne. Domaran an die Bücher. Heuert ein Lehrmeister für mich an. Oder wozu sollte das gut sein? Die angelsächsische Kultur ist eindeutig die überlegene. Ja, Bildung ist jetzt nicht sein größtes Steckenpferd. Und ich finde, das passt auch eigentlich ganz gut zu seiner Arroganz. Hier kriegt er jetzt wieder Anspannung wegen des Mitfühlenden, aber das sehe ich in diesem Zusammenhang ehrlicherweise nicht so. Gut, dann schauen wir nochmal drauf. Was ist jetzt mit unserer Schwester? Es ist mir nicht entgangen. Sie ist nicht deine Schwester, aber dennoch. Dass meine Schwester Elswith ein sehr attraktiver Mensch ist. Ihr Lächeln und ihre charmante Art lassen mir das Herz immer höher schlagen. Sie ist meine Schwester, reißt euch zusammen. Oder sind das Gefühle, wie eine Schwester sie in einem für gewöhnlich auslöst? Auch sie ist mitfühlend und irgendwo auch ein interessanter Charakter. Ich meine, sie hat schon zwei Kinder mittlerweile. Tja. Wie reagiert unser König da? Neugierig? Ein Stück weit neugierig? Ich würde sagen, warum nicht? In gewisser Weise unersättlich. Sie ist genauso wie er mitfühlend. Er hat eine gute Meinung von ihr. Ja, sie ist maßvoll, eher unersättlich, aber auch ein Stück weit arrogant. Ist er der Meinung, dass er über bestimmten Dingen steht? Ich glaube, seine Neugier ist geweckt. Das könnte ja wieder interessant werden. So, jetzt schauen wir mal. Wir können den Titel Monster schaffen. Es geht auch darum, Limerick zu feudalisieren. Das wäre tatsächlich wichtig, damit überhaupt was rauskommt. Auf der anderen Seite, das gehört eigentlich auch eben zu Master. Welcher unserer Söhne würde
König von Irland werden. Dieser junge Mann. Beorhtric. Wäre das eine Möglichkeit, ihn dort auf die Herrschaft schon mal vorzubereiten? Eigentlich müsste er das ohnehin erben. Wenn wir jetzt den Titel erschaffen und ihm dann das Herzogtum Munster geben, dann müsste er, also es müsste gehen, weil er den Titel Irland ohnehin erbt. Und dann kann er sich hier auch um diese, dann ist das eben seine Aufgabe. Da soll er sich beweisen als König, dass er hier in Limerick dann auch das entsprechend feudalisieren kann. Also, falscher Weg. Wir gehen auf das Herzogtum Munster. Wir werden den Titel schaffen. 250 Gold, die hat unser König gut übrig. Und dann wird er es vergeben an seinen Sohn. Und zwar, naja, nicht gleich das ganze Königreich. Wir wollen es nicht übertreiben. Munster zusammen mit Thomond. Gut, der Titel wird vergeben. Damit ist er ein junger Herzog und kann sich dann schon mal beweisen. Ich hoffe, dass er ihm hier keine Probleme macht. Wir werden sehen. Das werden wir dann aber nach der kurzen Pause sehen. Die 4 Folgen Crusader Kings sind auch schon wieder vorbei, aber wir verlassen hier die Szenerie mit einem vierfachen König, König Wulfnoth, der damit vielleicht ein Stück weit am Ende seiner arroganten Ziele angekommen ist. Wir werden es sehen. Dann, wie gesagt, nach der kurzen Pause am nächsten Sonntag geht es dann schon wieder weiter. Also, bis dahin, macht es gut, euer Henri.